Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge TrainSimVor 3, der Danish Spitas. Wir befinden uns hier in Essen Hauptbahnhof und ich habe was ganz Verrücktes vor. Wir haben 10.25 Uhr. Ich habe vor, vielleicht kommen wir sogar bis nach Oberhausen. Bis nach Mülheim auf jeden Fall bestimmt. Wenn wir das schaffen. Steigen wir mal ein. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Von Essen aus. Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Wir machen das genauso wie gestern. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Sonst werden wir erstmal gebremst. Hier ist bestimmt jetzt Essen West. Gehe ich mal stark von aus. Ja, ist Essen West. Jetzt schauen wir mal kurz. Auf jeden Fall die S3 nach Oberhausen. Und wir sind in Essen West. Da seht ihr es. So, eigentlich können wir das hier auch ausmachen. Ziemlich leer der Zug, also ihr seht, es ist ja überhaupt nichts los. Hier sitzt ja nicht ein Mensch drin. Wahnsinn. Ein Leerzug. So, weiter geht's. Nächste Station. Mülheim? Fragezeichen. Kommt uns ein Regionalexpress entgegen. So, wir werden wieder langsamer. Nächste Station. Spannend, wo wir jetzt ankommen. Dürfte Essen-Borbeck oder sowas sein? Ich weiß es gar nicht. Wisst ihr, was das ist? Welche Station? Ich weiß es leider gerade nicht. Deswegen schauen wir jetzt mal. Onkenstraße, ja toll. Was sind wir denn jetzt hier? Vielleicht sehen wir es ja da oben drauf. Mülheim Hauptbahnhof kommt jetzt als nächstes. Aha, da sehe ich jetzt immer noch nicht, wo wir sind. Da steht's.
Essen-Frohnhausen sind wir. So. Ja dann. Nächstes käme dann Mülheim Hauptbahnhof. Das dürften wir ja auch noch erreichen. Weil das ist, die Strecke gibt es ja. Beziehungsweise die Station. So, weiter geht's. Danach wird's schwierig. Oberhausen? Bin gespannt, ob wir vielleicht sogar in Richtung Borken kommen. Mit einem gespawnten Zug. Über Bottrop, Hauptbahnhof und so weiter. Dorsten, das wäre alles mega, oder? Wird wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie weit man kommt. So, da kommt der Gegenzug. Mülheim ist natürlich ein Stück von Essen weg. Also noch scheint alles zu funktionieren. Wunderbar. Ja, 114 fahren wir gerade, wenn das stimmt. Wahnsinn. So, wir werden jetzt schlagartig langsamer. Das heißt, entweder haben wir jetzt die Geschwindigkeitsbeschränkung, sieht nicht danach aus, oder wir haben gleich die nächste Station, sprich Mülheim Hauptbahnhof. Bin gespannt. So, da vorne kommt wahrscheinlich wieder ein neuer Bahnhof, so wie das aussieht. Ja, doch nicht. So, wenn langsamer, hier ist 90. Deswegen. Und ist hier Mülheim? Wahrscheinlich. Das wird Mülheim sein. Ab jetzt wird's spannend. Ab jetzt wird's spannend. Denn, wie ihr das hier so seht, ja, Mülheim West, Mülheim Stürum werden wir noch erreichen. Aber dann wird es interessant. Dann wird es interessant. Oberhausen werden wir mit Sicherheit nicht erreichen. Zumindest nicht offiziell. So, Abfahrt. Wir machen mal Folgendes.
Weiter geht's. Nächste Station, Mülheim West. Dürfte jetzt nicht allzu weit weg sein. Sag mal, wie kann ich mich denn da nicht hinsetzen? Warum? Wieso kann ich mich nicht hinsetzen? Na egal, komm. Scheiß drauf. So, das ist der Mülheim West. Ihr da mitnehmen könnt. Da seht ihr es. Nächste Station ist der Mülheim Styrum. Oder Styrum, wie auch immer. Und da oben will ich hin. Oberhausen. Ob wir das schaffen? Gute Frage. Das herauszufinden, bin ich hier bemüht. Ausfahrt. Dürfte jetzt auch nicht allzu weit weg sein. Da die wunderschöne Kirche. So, das dürfte dann Styrum sein. Ja. So, ab jetzt wird's interessant. Denn alles, was jetzt danach kommt, ist eigentlich nicht mehr im dargestellten Bereich. Das heißt, wir werden dies hier tun. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Na komm, Abfahrt. Geht doch. Na komm, fahr ab. Hallo? Der Lokführer geblieben.
Was soll das? Warum fahren wir nicht weiter? Hallo, du sollst nach Oberhausen fahren. Uhr 9 fahren wir es ab. Wir haben jetzt 10.40 Uhr. Natürlich ein bisschen blöd. Soll ich hier einen Zug spawnen? Versuchen wir es einfach mal. Route me to... Fängt es an zu schneien mitten im April? Gibt's ja wohl gar nicht. Na egal, komm, steigen wir ein. So, ich würde sagen, auf geht's. Ist natürlich noch den Bremsschlüssel aufsperren, sonst funktioniert es nicht. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Rotes Signal vor uns, ist doch scheiße. Das ist das rote Signal. Türfreigabe. 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 Ah, ich habe das Ende des... Ja, das ist mir schon klar, dass ich das erreicht habe. Dann machen wir es anders.
Da müssen wir halt ein bisschen laufen. Da müssen wir halt ein bisschen laufen. Nützt ja nichts. Dann schauen wir mal, wie weit wir zu Fuß kommen. So, hier haben wir vorhin, hier ist das rote, da waren die roten Signale, da hat es vorhin den Abbruch gegeben. Aber gucken, ob wir da zu Fuß weiterkommen. Das ist natürlich mega. So, ich komme nicht weiter. Ich kann nicht weiterlaufen. Ich kann ja auch nicht rüber. Nichts. Hier ist Feierabend. Ich kann dann tatsächlich nicht weiter. Das gibt's ja gar nicht. Es geht nicht. Ist ja Wahnsinn. Ich kann da nicht weiter. Ende. Schade. Das haben sie wirklich clever gelöst. Ich könnte höchstens versuchen. Und wie weit es hier geht. Allerdings kam mir, glaube ich, gleich irgendwann ein Güterzug an. Mal ein bisschen an der Seite gehen hier. Vielleicht kann man das ganze System ja austricksen. Das wäre natürlich super. Ich glaube, da sind die Signale. Ich glaube, ich bin schon weiter als das Stück, wo ich gerade stand. Jetzt rübergehe und wieder auf die. Da kommt der Güterzug. Mal zusehen, dass ich hier rüber. Ne, das ist ein RE. So, da sind nämlich die Signale, wo wir vorhin nicht weiterkamen. Ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter schon. Glaube ich zumindest. Ja, diesmal sind wir auch auf Gleise. Ihr seht, schauen wir mal, wo das hinführt. Da kommt der Güterzug mit Sicherheit. Das ist der Güterzug. So, wenn wir hier weiterlaufen würden, kreuzt sich das hier. Und hier ist der nächste Bahnhof. Das wird wahrscheinlich Oberhausen sein. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das können wir nur rausfinden, wenn wir bis dahin laufen können. So, das ist der Güterzug, von dem ich gerade sprach.
So, wir können uns ja so ein bisschen an der Karte orientieren, dass wir zu der Station hinkommen. Wir laufen ja diesmal wirklich auf der Strecke und nicht wieder irgendwo daneben. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben auf jeden Fall das System jetzt ausgetrickst. An der Stelle, wo wir vorhin nicht weiterkamen, bin ich einfach runtergesprungen und die Unterführung und bin dann da weitergelaufen. Und wir müssen jetzt ein bisschen Fußmarsch auf uns nehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber vielleicht kommen wir wirklich bis zur nächsten Station Oberhausen. Das wäre natürlich klasse. Dann hat sich der Fußmarsch auf jeden Fall gelohnt. Dann halt nur aufpassen, dass wir nicht überfahren werden und hier nicht irgendwelche Tricks hier machen, sondern einfach geschmeidig die Strecke entlang laufen und hoffen, dass wir richtig weit kommen. So, ihr seht's, wir sind entlang der Strecke. Ein Schienenfahrzeug werde ich jetzt nicht spawnen, weil das geht mit Sicherheit schief. Müssen das leider hier zu Fuß bewältigen. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Irgendwas sieht nicht so aus. Da ist eine Straße, deswegen der Lärm. Wir haben da ein grünes Signal, das bedeutet in der Regel, dass da gleich ein Zug durchfährt. Sagen wir mal ein bisschen lieber hier an der Seite. Kommt denn da was? Ich sehe natürlich noch nichts. Es hat schon was. Es hat wirklich was. Wenn man das System so ein bisschen ja, austricksen kann, überlisten kann und Dinge machen kann, für die offiziell eigentlich gar nicht vorgesehen sind in diesem Spiel. Ich finde da sowas immer ein bisschen. Ich finde sowas immer so richtig spannend, wie weit man da gehen kann, wie weit man das Spiel ausreizen kann. Wenn man da irgendwelche Schlupflöcher findet, die der Entwickler vielleicht irgendwie ja, nicht so. Ich hätte vorstellen können. Ich höre was. Da kommt der angesprochene Zug. Genau, eine Regionalexpress. Auf dem Weg nach Oberhausen? Fragezeichen. So, vielleicht sind wir. Ja. Kommen auf jeden Fall weiter. Wir kommen auf jeden Fall voran, das ist sicher. Einfach weiter geradeaus laufen. Hör was, ich sehe aber nichts. Hört sich nach dem Güterzug an, ich höre aber keinen. Beziehungsweise ich höre einen, ich sehe aber keinen. So herum. Naja, laufen wir einfach mal weiter. Lass uns hier nicht beirren. Wichtig ist auch immer, dass man auf der Seite läuft, wo die Züge einem entgegenkommen, weil die sieht man.
und kann dann entsprechend zur Seite gehen, während man auf der Seite, wo die Züge von hinten kommen, Gefahr läuft, überfahren zu werden, weil man die eben nicht sieht und im schlimmsten Fall auch nicht hört, weil die ja heutzutage so leise sind, dass man die dann erst wirklich sehr, sehr spät hört, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist. Laufen hier mal so ein bisschen im Grün, glaube ich, sicherer. So. Da sind wir. Das ist noch ein verdammt weiter Weg, aber auch nicht mal allzu weit. Also es geht. Ein bisschen noch. Also bis dahin möchte ich auf jeden Fall kommen, um zu sehen, was da für eine Station ist. Im Bahnhof. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr euch das nachher zu langweilig wird, ihr könnt ja auf jeden Fall vorspulen. Ich für meinen Teil muss das jetzt hier leider auf mich nehmen. Aber mich interessiert das einfach, wie weit ich komme. So, genau. Da ist nicht mal allzu weit. Kommt jetzt gleich die Kurve? So, da ist wieder ein grünes Signal. Da ist gleich wieder irgendwo eine Zugdurchfahrt. Mal eben gucken, für welches Gleis das Signal gilt, damit ich da nicht... Ich glaube, das für das rechte hier. Das heißt, wir laufen hier. Weil, glaube ich, sicherer. Auf jeden Fall steht da 60. Auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung. Das Signal blinkt grün. Also je nach... Welcher Zug hier auch gleich ankommen wird, muss auf jeden Fall auf 60 herabbremsen. So, ist jetzt noch ein bisschen geradeaus, dann kommt glaube ich noch mal eine Kurve und dann müssten wir wirklich schon an der Station sein. Da kommt... Ist das unsere 422, mit der wir gerade gefahren sind? Ne, die hat doch S11 und noch was Ausfall, oder ist das die 11 S3? Ich glaube, das ist sie. Ich glaube, das ist sie, der wir vorhin bis nach Mülheim Stürum gefahren sind. Die dürfte ja jetzt weiter nach Oberhausen fahren. War auf jeden Fall die nächste Station, die sie hätte oder als Ziel auf dem Anzeiger hatte. Von daher müsste jetzt die nächste Station, die da kommt, auch Oberhausen sein. Und dann ist der Beweis erbracht, dass wir es wirklich bis Oberhausen geschafft hätten. Das wäre doch Wahnsinn. Zwar zu Fuß, aber immerhin. Wichtig dann auch zu wissen, kann man dann da in Züge einsteigen und weiterfahren. Das wäre doch noch eine Idee, oder? Was, wenn man dann so die versteckten Strecken, versteckten Szenarien, versteckten Geheimnisse entdeckt, die dieses Spiel vielleicht noch hat, die man so vielleicht gar nicht entdecken würde, wenn man nicht diesen Fußmarsch auf sich nehmen würde. Ich meine, es gab ja auch dieses Hinten-Szenario, was ihr auf meinem Kanal findet, dass man auch so hätte sonst gar nicht gefunden, dass man wirklich in einem anderen Szenario einfach rückwärts über das rote Signal fahren muss. Und nur so kam man auf das Szenario überhaupt drauf. Das sind alles so Dinge, die man ausprobieren muss. Nur so kommt man drauf. Ah, wir kommen näher, wir kommen näher. Leute, Leute, Leute. Hörst schon wieder was? Kommt nix. Da ist die Straße. Sind wir hier schon in Oberhausen? Ich kann es nicht erkennen. Bin oft in Oberhausen, aber es könnte sogar der Oberhausener Fernsehturm sein. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht kennt sich ja jemand aus hier. Kann mir sagen, wo wir hier sind.
Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal der Anfang von einem Bahnhof. Mal so ein bisschen umschauen hier, ob hier nicht irgendwo ein Zug kommt, weil wir ja so ein bisschen hier verbotenerweise auf den Gleisen laufen. So, und da hinten kommt ein Bahnhof. Ihr seht's. Ihr seht's, was da so ist. Da ist ein Bahnhof. Wir haben tatsächlich einen Bahnhof erreicht. Ich weiß noch nicht genau welchen, aber wir werden es gleich herausfinden. Ihr mit mir zusammen. Ist das wirklich Oberhausen Hauptbahnhof? Im TSW 3, das wäre der pure Wahnsinn. Gleich ist es soweit, Leute. Wir werden es gleich erfahren, wo wir hier sind. Oder ist das Düsseldorf? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von Mülheim nach Düsseldorf, das wäre doch ein ganzes Stück. So, gehen wir mal hier hin. Laufen wir da gleich vom Bahnsteig drauf. Wie wir aus dem Gefahrenbereich raus sind. Und dann schauen wir mal, wo wir hier sind. Vielleicht erkennt ihr es ja schon. Ich erkenne es leider noch nicht, muss ich ehrlich sagen. So, wir erklimmen den Bahnsteig und dann werden wir jetzt gleich mal schauen, wo wir hier sind. Haben wir es wirklich geschafft? Das wäre der pure Wahnsinn. Wo sind wir hier? Wo sind wir? Wo ist das Schild? Das Ortsschild. Wo ist es? Wo ist es? Sind wir hier wirklich in Oberhausen? Wo ist das verdammte Schild? Ich will es endlich wissen. Da. Müsst ihr hier auch gleich kommen. Nein, wir sind in Duisburg. Ich breche ab, wir sind in Duisburg. Wir haben den ganzen Weg auf uns genommen, nur für Duisburg. Das gibt es doch gar nicht. Nein, ich dachte wirklich, wir sind in Oberhausen. Ach Leute. Das gibt es nicht. Was eine Enttäuschung. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das gibt's doch nicht, Leute. Ich dachte echt, wir haben Oberhausen erreicht.
Scheiße, was ist denn jetzt los? Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Das ist eine Enttäuschung. Ach. Dann wird das ganze Stück gelaufen. Bin nichts und wieder nichts. Schade, 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 schade. Tut mir leid, ich hätte es euch wirklich gegönnt, aber anscheinend ist es uns nicht vergönnt. Anscheinend kommt man wirklich nicht dahin. Ich hätte es mir so gewünscht, aber leider ist dem nicht so. Leider, leider, leider. Hier scheint das Betriebswerk zu sein. Ich laufe jetzt mal bis zum Ende da hinten, wie weit wir da kommen. Vielleicht bin ich auch in die falsche Richtung gelaufen, wegen Oberhausen. Ich weiß es nicht. Könnt mich gerne aufklären in den Kommentaren. So, hier ist Schluss. Geht's einfach nicht weiter. So viel kann ich euch schon mal sagen. Egal was ich tue, komme da nicht weiter.
Können die noch versuchen? Ne, auch hier ist Schluss. Darüber komme ich nicht. Hier ist endgültig Schluss. Gucken wir auf der Seite, ob ich da noch irgendwie rumkomme. Also was ich hier mache, bitte, 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 bitte nicht nachmachen. Ich glaube, das versteht sich von selber, ne? Okay. Komm da einfach nicht weiter. Hier ist Schluss. Komm hier nicht lang. Und geradeaus komme ich auch nicht. Egal, was ich tue. Ich könnte jetzt noch mal versuchen, hier ein Schienenfahrzeug hinzuspawnen. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, dann ist auch Schluss. Steht er da? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt. Ich kann es versuchen, aber Sinn. Mein Gott. Störung, Störung. Und 700 Meter das E-rotes Signal. War mir klar, dass wir da nicht weit kommen. Aber noch sind wir nicht weg vom Fenster. Wir haben zwar gleich das rote Signal, aber da können wir ja aussteigen. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon weiter, als wir vorhin nicht laufen konnten. Das ist nämlich auch schon wieder so, ne? Ihr wisst Bescheid, Schlupflöcher und so. So, ja, an dem roten Signal halten wir auf jeden Fall an. Na, schauen wir mal, ob wir weiterlaufen können. Weil wir haben jetzt das überwunden, wo wir vorhin zu Fuß nicht weiterkamen. Nur mal so viel dazu. Kommt eine AE angefahren? So, wir steigen aus. Und schauen, was passiert. Ich will mal so sagen. Ich denke, wir haben das überwunden. Die Blockade von vorhin.
Es geht immer irgendwie weiter, Leute. Man muss sich nur zu helfen wissen. Könnten jetzt ein neues Dings machen, aber will ich das? Gut, wir haben gespeichert. Das ist jetzt nicht mehr offizieller Boden hier, ne? Wir sind schon wieder im Nirgendwo. Wir haben das überwunden. Alter Schwede. Gibt's ja nicht. Sind ja vollkommen außer der Norm hier. Leute, wo zum Teufel? Wie wachsen die Bäume auf den Gleisen? Das ist ja der pure Wahnsinn. Wo laufen wir denn jetzt überhaupt hin? Könnt ihr mir das mal sagen? Aber wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir in einem gesonderten Video weiter. Unsere Entdeckungsreise. Wohin wird uns dieser Weg führen? Wer weiß, was noch so auf uns zukommt. Ist auf jeden Fall nichts mehr. Keine Strecke mehr. Irgendwie ist hier gar nichts mehr. Wir sind, haben das komplette Ende erreicht. Könnt mir ja sagen, wo Oberhausen ist, wo ich dahin muss. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Von einem weiteren Experiment hier bei TSW 3. Mit mir zusammen, der Danny Spitters. Bis zu einem nächsten Video. Ich werde jetzt hier abspeichern und dann, wenn wir einfach beim nächsten Mal weitermachen. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Euer, der Danny Spitters. Macht's gut. Bye, bye.